Und der ganze Haufe stund auf und führeten ihn für Pilatum und fingen an, ihn zu verklagen und sprachen: Diesen finden wir, dass er das Wort verwenden und verbeugt den Schoss zu diesem Schoss dem Kaiser. Verbeugt den Schoss zu diesem Schoss dem Kaiser. Und spricht: Ihr seid Christus, ihr König. Und spricht: Ihr seid Christus, der König. Aber fragte ihn und sprach: Bist du der Judenkönig? Er antwortete und sprach: Du sagst es. Pilatus sprach zu den hohen Priestern und zu dem Volk: Ich finde keine Ursache an diesem Menschen. Sie aber hielten an und sprachen: Er hat das Volk erregt, damit das er gelehrt hin und her, ganzen jüdischen Lande, und hat in Pilatus Galiläam hörte, fragte er, ob er aus Galiläa wäre. Und als er vernahm, dass er unter Herodes Obrigkeit gehörte, übersandte er ihn zu Herodes, welcher in denselbigen Tagen auch zu Jerusalem war. Da aber Herodes Jesum sah, ward er sehr froh, denn er hätte ihn längst gerne gesehen, denn er hatte viel von ihm gehört und hoffete, er würde ein Zeichen von ihm sehen. Und er fragte ihn mancherlei, er antwortete ihm aber nichts. Die hohen Priester aber und Schriftgelehrten stunden und verklagten ihn hart. Aber Herodes mit seinem Hofgesinde verachtete und verspottete ihn, legte ihm ein Weißkleid an und sandte ihn wieder zu Pilato. Auf den Tag wurden Pilatus und Herodes Freunde miteinander, denn zuvor waren sie einander Feind. Pilatus aber rief die hohen Priester und die Obristen und das ganze Volk zusammen und sprach zu ihnen: Ihr habet diesen Menschen zu mir gebracht, als dir das Volk abwende. Und siehe, ich habe ihn für euch verhöret und finde an dem Menschen der Sachen keine, deren ihr ihn beschuldiget. Herodes auch nicht. Denn ich habe euch zu ihm gesandt, und siehe, man hat nichts auf ihn gebracht, das des Todes wird sein. Darum will ich ihn züchtigen und losgeben. Denn er musste ihnen eine nach Gewohnheit des Festes losgeben.